Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. Ja, was auf uns zukommt, ist eine Mannschaft, die halt nicht nur sehr gut Fußball spielt, sondern auch, dass sie Ergebnisse holen. Man sieht auch in der Liga mit 2 Siegen und auch im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen halt wirklich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Sehr viele Tore, sehr viele Torchancen. Deswegen ist eine sehr gut eingespielte Mannschaft, die wirklich halt den Weg nach vorne suchen, die halt sehr viele Torchancen gehabt haben, gerade halt das Spiel gegen VfB Oldenburg, was ich halt gerade angeschaut hatte, ist gerade in der ersten Halbzeit sehr viel Überlegenheit gehabt, sehr viele Torchancen gehabt und deswegen müssen wir halt extrem aufpassen, gerade auswärts, dass wir gut gegen den Ball spielen, dass wir gut gestaffelt sind, dass wir halt eine gute Ordnung haben und dass wir die halt versuchen, weit weg von unserem Tor zu halten. Joe, es ist nicht nur eine englische Woche, sondern auch eine Woche der langen Reisen für den FSV. Morgen geht es ja wieder weit weg, quer durch die Republik. Wie dosierst du da das Training? Wie stellst du das Team da auf einmal die Belastung doch jetzt ausgewöhnlich ist, statt so einer normalen Woche in Anführungsstrichen? Hundertprozentig. Natürlich ist das Training dosiert. Wir haben halt letzten beiden Tage oder beziehungsweise letzte beiden Tage halt morgens trainiert, um halt einfach nicht in der prallen Hitze halt trainieren zu müssen. Auch halt sehr dosiert trainiert, dass die Jungs halt sich eher regenerieren können, als halt belastet in eine lange Fahrt gehen. Natürlich ist es halt morgen unsere Aufgabe, halt so eine gewisse Anspannung trotzdem aufzubauen, bevor wir halt hinfahren. Aber bis jetzt haben wir halt wirklich mit der Mannschaft wirklich haben wir das Gefühl, gerade halt jetzt gegen Duisburg, dass wir die letzten 20 Minuten halt zusetzen könnten, dass wir halt wirklich in der Lage waren, halt richtig Gas zu geben. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir halt kein Ergebnis geholt haben, gerade in den letzten beiden Spielen. Aber von der Art und Weise, wie die Jungs gespielt haben und halt, dass sie halt in der Lage waren, 95 Minuten lang Gas zu geben, da sind wir schon halt sehr mit zufrieden. Ich hatte die lange Busfahrt angesprochen. Wird es da ein Abschlusstraining irgendwie in der Ferne noch geben? Oder ist das alles hier und dann fahrt ihr dort? Nein, wir haben halt, natürlich haben wir einen engen Austausch mit der Mannschaft. Das ist nicht so, dass wir halt alles entscheiden und alles vorgeben, sondern halt wir tauschen uns aus mit der Mannschaft. Wir haben halt dort die Möglichkeit gehabt, vor Ort zu trainieren. Aber wir haben gemeinsam entschieden, dass wir halt hier morgens trainieren werden und dann halt hinfahren werden. Das ist halt ein bisschen Routine für die Jungs und das ist halt auch gut so. Die Jungs müssen sich wohlfühlen, die Jungs müssen spielen und deswegen entscheiden wir zusammen. Und die Entscheidung ist gefallen, dass wir halt hier morgen früh trainieren werden und dann halt hinfahren werden. Verletzungsbedingt, wir haben es gesehen beim letzten Spiel, Gomez ist wieder mit ins Spiel gekommen, hat richtig Gas gegeben, es gab Gelb-Rot, alle wieder an Bord. Also Jan Löwensrüben ist nach seiner gelb-roten Karte oder die Sperre halt wieder dabei. Max Janssen hat man auch im Spiel gesehen, dass er halt so ein bisschen angeschlagen ist. Müssen wir halt erstmal morgen abwarten. Das ist halt erst fraglich. Lukas Krüger und King sind so ein bisschen erkältet. Wir wissen nicht, das ist auch fraglich. Baumi hat auch einen Schlag auf der Wade, der ist auch fraglich. Also Max und Baumi sind halt verletzungsbedingt fraglich. Lukas Krüger und King sind auch ein bisschen Halsschmerzen und deswegen sind sie auch fraglich. Und deswegen haben wir halt die 4 Spieler, die halt fraglich sind und Till Streller, der gar nicht in Frage kommt, weil er halt einfach mit seinem Knie eine Knieverletzung hat. Stellt sich nicht so schlimm dar, aber der wird definitiv ausfallen. Jetzt war es ja eine englische Woche, sie hatten in 7 Tagen 3 Spiele. Dann kommt jetzt noch die angesprochene schon lange Busfahrt. Ich habe mal nachgeguckt, das sind 538 Kilometer von hier. Wenn es gut läuft, mit dem Verkehr 5 Stunden. Zerrt das da auch so ein bisschen an den Kräften der Spieler? Oder wie geht die Mannschaft denn damit um und wie können sie die denn fit oder was versuchen sie, damit die Mannschaft bestmöglich fit da auftreten? Wir haben einen engen Austausch mit der Mannschaft, ne? Und 5 Stunden wäre super.
Fünf Stunden wäre super, wir rechnen mit sieben, so, siebeneinhalb Stunden, weil der Busfahrer muss ja auch so eine Dreiviertelstunde Pause einlegen, deswegen halt siebeneinhalb Stunden. Die Jungs, also ich möchte nicht sagen, dass die Jungs sind es gewohnt, halt zwei lange Busfahrten innerhalb von sieben Tagen, das sind sie nicht. Aber wir versuchen halt im engen Austausch mit der Mannschaft halt das Bestmögliche zu machen für die. Natürlich hoffen wir, dass wir halt so gut durchkommen, so wie wir es halt gegen Meppen getan haben. Unser Busfahrer ist da sehr, sehr, sehr ordentlich und deswegen versuchen wir halt so schnell wie möglich dahin zu kommen, dass die Jungs ausruhen können. Wir haben halt so einen gewissen Ablauf in der Woche, zum Beispiel, dass wir morgen früh halt schon hier alles fertig machen, das heißt trainieren, auch Videoanalyse zum Gegner halt hier, sodass wir, wenn wir ankommen, nur essen und dann haben die Jungs halt, können sie sich behandeln lassen. Also da haben die halt abends, wenn wir ankommen, halt ja frei zur Verfügung. Was heißt frei zur Verfügung? Also sie können sich halt regenerieren, bevor wir halt am nächsten Morgen aufstehen und dann halt wirklich diesen Ablauf zum Spiel haben. Jetzt mit Blick auf Elversberg. Elversberg ist ja Aufsteiger, genauso wie der kommende Gegner dann Bayreuth, beides Aufsteiger. Schätzen Sie denn da die Ausgangslage aus? Sind das jetzt zwei Spiele, wo man sagt, da muss man gewinnen, weil, wie es schon die Spieler vorgezeigt haben, so einfach ist es ja da auch nicht zu bestehen? Also, erstmal, wir gehen in jedem Spiel rein und sagen, dass wir halt jedem Spiel gewinnen können. Es ist in der Liga halt wirklich extrem eng. Elversberg ist ein etwas anderer Aufsteiger als halt vielleicht Bayreuth. Man hat letzte Saison auch gesehen, dass Victoria Berlin die Saison angefangen hatte, glaube ich, mit 4 Siegen, also aus den ersten 4 Spielen. Das war halt schon nicht so, dass wir sagen, Essen, Bayreuth, Oldenburg, da muss man halt definitiv gewinnen. Das ist ein sehr gefährlicher Gegner. Wir schauen nur auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist Elversberg. Wir sehen halt, dass die Ergebnisse gerade in den ersten 4 Spielen, also 3 Ligaspiele und halt Pokalspiel, wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich sind. Die spielen halt extrem gut nach vorne, haben halt wirklich extrem viele Torchancen im Spiel, spielen gute Standardsituationen. Jetzt gerade halt Eckball gegen Oldenburg sehr gut rausgespielt. Sehr torgefährlich. Also von daher, wir sind gewarnt, wir glauben trotzdem an uns. Wir wissen halt, wie die Liga tickt. Unsere letzten beiden Ergebnisse sind nicht gut gewesen und deswegen wollen wir halt nach Elversberg fahren und halt was holen. So, noch die letzte Frage, wir haben es ja gerade angesprochen, die letzten beiden Ergebnisse sind dann nicht so gut. Merkt man da, ist die Niederlage noch so in den Köpfen, dieses 1-0, oder wie ist die Mannschaft jetzt mit dem zeitlichen Abstand damit umgegangen? Ja, erstmal sind wir enttäuscht, weil die Leistung halt war wirklich sehr ordentlich. Wir sind der Meinung nicht, dass wir halt solche Mannschaft wie Duisburg, dass wir halt sie einfach uns vorherspielen, sondern halt wir wissen halt, dass wir immer an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, wenn wir halt solche Spiele gewinnen wollen. Und das haben die Jungs getan und wir haben halt gerade am Ende halt die letzte Viertelstunde, 20 Minuten wirklich Überhand gehabt und haben halt 2-3 richtig gute Möglichkeiten gehabt, wo es halt, oder entweder der Torwart gut gestanden hatte oder halt wirklich gut gehalten hatte. Und deswegen sind wir enttäuscht, wie schnell das rausgeht aus den Köpfen. Wir versuchen vom Trainerteam einfach die Leistung zu beurteilen und die Leistung war halt wirklich sehr ordentlich. Wir haben halt Fehler gemacht, deswegen haben wir halt auch ein Gegentor bekommen. Und die Fehler anzusprechen, die Fehler halt versuchen im nächsten Spiel abzustellen. Wenn wir es tun, dann haben wir gegen jeden Gegner halt die Chance haben, zu gewinnen. Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, es wurden ja auch gute Torchancen rausgespielt, auch gegen Duisburg. Was so aufgefallen ist, dass es dann manchmal ein bisschen dann halt zu harmlos war, weil halt kein Tor gefallen ist. Fehlt da vielleicht noch ein Stürmer oder wie sieht es da aus? Also wir schauen halt schon, dass wir Torchancen haben und dass wir halt auch abschließen. Auch Noel, sein Schuss ist aufs Tor gekommen. Natürlich, wenn es etwas seitlicher vom Torwart geht, dann ist eher die Chance halt reinzugehen. Johann, der reingekommen ist nach seiner langen Verletzungspause, dass er aufs Tor schießt und der Torwart sehr gut hält. Unsere Standardsituationen waren halt auch sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, wir haben 8 Eckbällen, viele Freistöße, seitliche Freistöße.
die auch fast allen wirklich gut gekommen sind. Natürlich müssen wir halt darüber sprechen, wie wir halt einlaufen, dass wir halt noch intensiver einlaufen, dass wir noch intensiver halt die Bälle verwerten wollen. Das ist eine Aufgabe für den Gesamten. Und deswegen sehe ich nicht, dass wir ein Problem im Sturm haben, sondern dass wir die Torchance, die wir bekommen, dass wir die verwerten, weil wir halt definitiv Torchance bekommen werden. Patrick, es ist ja eine komplett neue Mannschaft, wenn man so sagen darf. Nach drei Spielen, wie würdest du sagen, habt ihr euch gefunden? Ja, das hätte ich tatsächlich schon vor den drei Spielen gesagt, weil wir echt eine sehr, sehr zusammengeschweißte Mannschaft sind und wirklich viel miteinander machen, und das passt schon vor den Spielen, ja. Du warst vor 6 Jahren auch dabei in Elversberg. Die Erinnerung spielt jetzt eine Rolle, oder ist das kein Thema? Nee, spielen keine Rolle, also überhaupt nicht. Es war damals was ganz anderes, dieses Aufstiegsspiel. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt vorher dran gedacht, dass es ja dort in dem Stadion ist, wo wir das Hinspiel 1-1 gespielt haben. Da ploppt nicht viel auf, nee. Es ist schön, dass es damals so war, aber das ist Vergangenheit. Frage an Toni Ratzow. Jetzt wurde ja schon Bezug genommen, dass es ist ja eine Ligapremiere gegen Elversberg, also in der dritten Liga wurde ja nie gegeneinander gespielt, aber eben in den Playoffs damals. Welche Erinnerungen haben Sie denn da noch an das Rückspiel? Sie haben ja da das 1-0 erzielt. Können Sie es vielleicht nochmal schildern, mit welchen Emotionen Sie an Elversberg denken? Ja, also durchweg mit positiven, was ja immer gut ist. Das ist jetzt ja schon auch ein paar Jahre her. Ich glaube, dass die gesamte Woche einfach sehr speziell war. Gerade die Konstellation, eine Woche vorher Regionalliga Meister geworden, auch in einem Herzschlagfinale, dann in die Playoffs gegangen. War schon eine turbulente Woche, auch wenn man dann sieht, was wir damals auch für einen Kader hatten. Ich glaube, wir hatten irgendwie 12, maximal 13 gesunde Spieler, dazu noch ein paar A-Jugendliche, die mit auf der Bank waren. Das war dann schon sehr, sehr speziell. Dass die ganze Sache natürlich so ausgegangen ist, wie sie dann am Ende ausgegangen ist, war natürlich super. Und ja, ich denke da schon positiv dran zurück, logischerweise. Jetzt für den Moment, für das Spiel gegen Elversberg nützt uns das nichts, aber trotzdem ist es so, dass man mit Elversberg erstmal was Positives verbindet, was ja immer erstmal gut ist. Genau, jetzt sind ja einige Jahre vergangen, wie es schon angesprochen wurde. Wie werten Sie die Entwicklung von Zwickau von damals bis heute? Ja, auch das denke ich sehr, sehr positiv. Ich habe es ja gerade schon mal angeklungen. Das waren einfach ganz andere Umstände, unter denen wir hier gespielt haben und vor allem auch, wie wir gearbeitet haben. Es war wirklich tatsächlich gerade der Übergang vom Amateurfußball zum Profifußball. Und jetzt reden wir vom FSV Zwickau als etablierten Drittligisten in einem neuen Stadion mit einer guten Infrastruktur, mit einer sehr guten Mannschaft. Mit Joe die Abläufe angesprochen, war 2016 undenkbar, solche Sachen. Also da muss man schon sagen, da ist schon einiges echt sehr, sehr gut nach vorn gegangen, auch im gesamten Verein, auch im Umfeld. Ich glaube, wir hatten damals zum Aufstiegsspiel, Daniel, hast du es im Kopf, wie viele Zuschauer da waren? Knapp 6.000 ist für uns mittlerweile alltäglich. Das muss man sich dann auch mal vor Augen führen, dass wir in dem Aufstiegsjahr hier teilweise vor 1.000 oder vor 1.500 Zuschauern gespielt haben. Wir jetzt das erste Spiel knapp 7.000 hatten, jetzt gegen Duisburg über 5.000. Das zeigt dann schon, wo der Weg hingeht. Und das ist schön zu sehen, aber wir wissen natürlich auch, dass der Weg genauso weitergehen soll, dass wir uns immer weiter verbessern wollen, dass wir uns entwickeln wollen. Aber natürlich, ja, 6 Jahre dritte Liga sind schon gut. Ja, Sie wollen sich immer weiter verbessern, um eben den Weg weiter fortzuführen. Wie sieht es denn da diese Saison mit der Kaderplanung jetzt speziell aus? Weil das Transferfenster ist ja noch geöffnet. Beobachten Sie den Markt sicherlich schon, und auf welchen Positionen beobachten Sie denn noch genau? Also Punkt 1 werden wir auch bis zum 1.9. Den Markt weiter beobachten. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir definitiv auch schauen wollen, was am Ende des Transferfensters noch möglich ist. Wir mit den Jungs, die wir da haben, erstmal vom Grunde her sehr zufrieden sind. Patrick hat es angesprochen, die Mannschaft wächst zusammen, wobei man auch sagen muss, dass der Kern der Mannschaft ja auch zusammengeblieben ist und auch schon über viele Jahre zusammenspielt. Die neuen Spieler integrieren sich gut, fügen sich da sehr gut ein, und wir natürlich schauen wollen, dass wir mindestens noch einen Spieler dazu nehmen werden.
Es wird aller Voraussicht nach ein Defensivspieler sein, weil wir da einfach auch aktuell nominell sehr dünn besetzt sind. Und dann werden wir schauen, was in den letzten beiden Transferwochen noch möglich ist. Ob es noch irgendwo finanzielle Möglichkeiten gibt, dass wir noch was machen können, um vielleicht auch nochmal zu reagieren. Aber vom Grunde her sind wir mit der Mannschaft so, wie sie ist und auch mit der Art und Weise sehr zufrieden. Natürlich wissen wir, dass wir einen schmalen Kader haben und hoffen deswegen auch, dass da nicht allzu viele Verletzungen dazwischen kommen. Danke. Ich hätte noch eine Frage an Patrick, bitte. Fußballer sind immer froh, wenn sie spielen können und nicht trainieren. Aber jetzt ist ja in der englischen Woche schon fast ein Stück viel. Wie siehst du das? Ist es Fußballlust oder Fußballfrust, wenn man so eine Terminplanung hat? Ja, absolut Lust, muss man sagen, weil innerhalb von 7 Spielen 3 coole Spiele zu haben, ist absolut das, was man eigentlich will, weil man will ja eigentlich, wartet man ja auch die ganze Woche über, wenn man trainiert, auf den Samstag, dass es wieder um etwas geht, dass man wieder vor Zuschauern spielt, und von daher ist das absolut eine Woche, die klar kräftezehrend ist, aber das geht allen Mannschaften so, und wie es vorhin schon angesprochen wurde, machen wir viel dafür, dass wir bestmöglich vorbereitet sind auf jedes Spiel, auch regenerativ. Und deswegen freut man sich auf diese Wochen. Wie hast du jetzt persönlich das Ergebnis vom Dienstag verarbeitet, abgehakt oder klebst du noch? Abgehakt müssen wir ja gerade in so einer Woche umso schneller abhaken, aber die Enttäuschung war halt riesig. Beide Spiele, weil wir... Ja, wie wir es auch selber schon oft gesagt haben, in beiden Spielen mindestens ebenwürdig waren den Gegner gegenüber und Kleinigkeiten halt letztendlich gefehlt haben, um Tore zu schießen bzw. die zu verhindern. Und das ärgert uns natürlich enorm, aber wir blicken heute wieder auf das nächste Spiel, und das ist Elversberg. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.